Hallo und damit willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video werden wir uns die Operatoren charakterisieren und prüfen anschauen. Es wird zudem auch wahrscheinlich das eher letzte Video zu diesem Operatoren-Thema sein. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit dem Operator charakterisieren. Bei dem Operator charakterisieren musst du historische Sachverhalte, Strukturen, Entwicklungen oder Personen mit ihren typischen Merkmalen beschreiben und strukturiert darstellen. Also kurz gefasst, man muss die wichtigsten Eigenschaften benennen. Eine Aufgabenstellung könnte zum Beispiel so lauten: Charakterisieren Sie die Weimarer Verfassung hinsichtlich typischer Merkmale bzw. Begriffe und ist somit dem Anforderungsbereich 2 zuzuordnen. Eine Beispielantwort, die man darauf geben könnte, wäre beispielsweise folgendes: Die Weimarer Verfassung war eine progressive und liberale Verfassung, oder die Weimarer Verfassung etablierte die erste demokratische Republik. Dann kommen wir noch schnell zum Operator prüfen. Hier muss man Hypothesen, Behauptungen und Urteile im jeweiligen historischen Kontext auf ihre Angemessenheit untersuchen bzw. ihre Richtigkeit bestätigen, oder ihr macht das Gegenteil und widerlegt sie, aber dann begründet. Eine Beispielaufgabe könnte zum Beispiel so lauten: Prüfen Sie die These, DNS-Außenpolitik sei eine Fortsetzung der Weimarer Außenpolitik seit 1920 mit anderen Mitteln gewesen und ist somit Teil von Anforderungsbereich 3. Ich hoffe sehr, euch hat dieses kurze Video zu den Operatoren gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, man sieht sich bei einem anderen Video wieder.